10 Grad minus waren es in der Nacht. Die Jurte hält dicht und ist mollig warm. Weil sie keine Ecken hat und nur eine geringe Raumhöhe, lässt sich Jakobs Behausung gut beheizen. Zu schätzen weiß das auch seine neue Mitbewohnerin. Ja, meine Katze heißt Mia und die ist wirklich ein wichtiger Bestandteil hier vom Jurtenleben, weil sie mir eben die Mäuse, die draußen leben, eben immer wieder wegfängt, aber auch dafür sorgt, dass die Mäuse halt nicht so in meine Dämmung reinwandern, weil, das hatte ich tatsächlich auch schon öfter hier mal gehabt, dass halt Mäuse sich in den Strohballen in meiner Dämmung ansiedeln und dann raschelt das nachts hier wie verrückt. Die bleiben zum Glück in der Wand, die kommen nicht in den Innenraum, immerhin, aber ja, ohne Katze, glaube ich, wäre das echt schon schwierig, also deswegen ist die sehr wichtig für mich. Und auch das ist neu. Jakob macht sich täglich auf den Weg zur Arbeit, in seine Werkstatt. 25 Jurten soll er liefern, inzwischen bis nach Griechenland und Schweden. Ja, das ist natürlich ganz schön viel schon geworden. Also eigentlich ja mehr, als ich gedacht habe. Von daher ist es gar nicht so einfach, dieses entspannte Jurtenleben noch zu genießen und gleichzeitig so viele Jurten zu bauen für andere Leute. Aber ich sage mir immer, das ist ja immer nur auf Zeit. Und es kommt auch wieder eine ruhigere Zeit, denke ich. Und von daher ist es okay. Ich brauche ja auch ein bisschen Geld, um mir selber ein kleines Stück Land zu kaufen, um da eben dann auch komplett unabhängig ja, in meinen Jurten leben zu können. Und nicht immer auf andere Leute angewiesen zu sein zu müssen. Ne? 24 solcher Hölzer benötigt Jakob für einen einzigen Dachkranz. Präzise. Im 45-Grad-Winkel werden die verklebt und trocknen dann einen Tag lang. Manchmal, sagt Jakob, stellt er wochenlang nur Dachkränze her. Und dann ist da noch seine tägliche Routine. Dachstangen abschaben. 50 bis 60 benötigt er für ein Rundhaus. Das schaffen die Ziegen nicht mehr allein. Das ist jetzt zu der Jahreszeit natürlich ziemlich mühselig. Im Sommer geht das noch einfacher, aber muss halt sein. Und ist eine schöne Arbeit, wo einem dann wieder ordentlich warm werden kann. Eine muss er noch. 5 Jurtenstangen am Tag sind sein Pensum. Auch im Winter will Jakob nicht auf Selbstversorgung verzichten. So, noch mal gucken, was hier so sich unterm Schnee verbirgt. Nicht mehr so viel, aber ein bisschen rote Beete scheint hier noch zu wachsen. Mal sehen, ob das groß genug ist. So. Ja, die sind ziemlich klein. Wahrscheinlich auch schon ein bisschen verholzt, aber müsste eigentlich noch genießbar sein. Aber die sind schon ziemlich klein hier. Das überlasse ich mal hier den Ziegen. Die Ausbrecherziegen eines benachbarten Ökobauern schwören auch auf Jakobs Gemüse. Vielleicht helfen sie ja später noch bei der 5. Stange. Auch am Abend hat Jakob keine Langeweile. Da näht er dann noch die Baumwollbespannung für den Innenraum der Jurten. Was in Quadratmeter sich berechnen würde, das sind mehrere tausend Laufmeter von dem Baumwollstoff hier, den ich pro Jahr verarbeite. Also das ist schon ziemlich viel.